Und wir haben hier dann Kupfer und noch mehr Silizium. Wunderbärchen. Stellen wir den da mal hin. So, noch ein bisschen Fanservice. Mit angeschlossen. Dran und dann stellen wir noch einen dahin. Dann haben wir nämlich auch den Nord- und den Südpol miteinander vernetzt. So, hier kommt rein Kupfer, hier kommt rein Silizium und das war's. Haben wir noch irgendwas? Da drüben haben wir noch ein paar Silizium, ein paar Kupferadern. Da müsste der Planet eigentlich durch sein. Silizium. Hier ist noch mehr Silizium und da ist dann das Kupfer. Stellen wir den da hin. Und den da hin. Ich glaube, demnächst brauche ich mal wieder neue Belts. Ich habe so das Gefühl, meine alten gehen mir hier gerade aus. So, den schließen wir einfach direkt damit an. Auch hier kommt es mir eigentlich nicht darauf an, wie schnell das Material durchgeschleust wird. Hauptsache ist, dass es nach und nach alles durchgeschleust wird. So, baut den Kraft nochmal schnell auf. Ihr seid brave Konstruktionsbots. Und ja, zum Thema Monitore nochmal. Ich überlege auch die ganze Zeit, ob ich die Monitore nicht irgendwie auf der Halterung entsprechend anschließe oder so. Es hat halt bei mir den Nachteil, meine Monitore sind für eine Halterung nicht ausgedacht. Sind klassische Tischständer und die müssten dann halt erstmal entsprechend entweder ersetzt oder sonst irgendwas werden.
Oh ja, so teuer sind Monitore auch nicht mehr. Das stimmt. Aber meine sind doch gut, die kann man noch essen. Abgesehen davon, wir haben uns vor kurzem erst eine neue Ladenmonitore gekauft, so ungefähr. Ich wüsste gar nicht, wohin mit den alten. Und wenn ich jetzt einen Monitor ersetzen würde, okay. Das ist ja noch okay, aber ich muss halt, wenn dann gleich zwei, drei Monitore ersetzen und irgendwo muss der Kram dann ja auch wieder hin. An die Wand tackern kann ich sie ja auch nicht. So. Irgendwo ist noch da. No, den kann ich nicht mitnehmen. Immer noch nicht. Dann laden wir mal ein bisschen was von dem Zeug nach. Und können es dann mitnehmen. Sehr gut. Und wie wir sehen, hier ist sehr viel Zeug. Und dummerweise... Ja, komm, Remote Supply. Habe ich da halt zu viel von. So. So, das wäre dieser Planet gewesen. Was gibt es da drüben? 7 Millionen Eisen. Hallo. Darf ich sie einmal ausbeuten? Wie man da gerade sieht, an dem Schiff, was da gerade angeworbt gekommen ist, auch da haben wir schon mal irgendwann was gebaut. Ich weiß nur nicht, wie weit und wie voll. Du bist immer noch nicht fertig mit deiner ödlichen Kugel? Nope. Monitor Altersheime. Du meinst, ich sollte die Monitore quasi jemanden in Obhut geben, der sie zu schätzen weiß, bis zum Ende pflegt und so weiter? Ist dir da jemand in... hast du da jemanden im Auge, bei dem man das machen könnte? Und Hallöchen, liebster Otter! Wie sieht es denn hier aus? Da haben wir schon mal ein bisschen was angebaut, immerhin. Ich sehe, wir werden hier das Problem haben, dass wir da keine Solarpanels so hinklatschen können, wie wir wollen. Aber hier gibt es auf jeden Fall noch Eisenquellen, die wir noch nicht angezapft haben. Und das Eisen. Wir sind theoretisch auch Feuereisen. Yay. Wenn ich hier jetzt mal... So viel werden wir nicht haben. Wir haben einfach nicht genügend von dem Zeug. Habe ich Space Warper da? Nein, aber ich kann sie theoretisch selber bauen. Ich will sie wegschmeißen. Erstmal. Na ja, gut. So, Kiste. Supply. Fliegt der jetzt los und supplyt irgendwas? Kann das sein? Habe ich hier noch einen zweiten Port, den ich irgendwie... Ja. Hier habe ich einen Double Demand. Port. Alles klar. So. Sieh an, jetzt fliegen sie nämlich auch das Eisen weg. So, komm. Bauen wir halt die Space Warper Parent. Die Otto-Monitorwandhalter sind voll. Ich
verwende den Klassiker, alte MySQL-Bücher. Ja, bei mir ist es ein PHP 4-Buch, ein SharePoint 2010 und der Arbeitslaptop steht auf einem Windows Server 2008-Buch sowie ein SharePoint 2010 für Administratur. Ich habe Katzen, also ist alles, was ein selbst stabilisierendes System bedingt, ausgeschlossen. Aber ich finde Monitore, die an die Wand gedübelt sind, auch zu starr. Kannst du nicht mehr ständig rumstehen. Das ist ein Argument. Viel rumschieben tue ich die nicht, eher die Katzen. Das sind alles Argumente. So. Dübeln wir hier mal ein bisschen mehr Eisenmine hin. Steine, das sind Eisen, gut. Oh, da sind wir bei Lecker Item. Alles klar. Out of Building Range, ich hätte mich nicht bewegen dürfen. Platz ist ja gerade keins. Dann kann ich auch keine Pilze organisieren. Meinst du, bist so ein glücklicher Glücksmann? Irgendwie scheint mir der Streamlab-Spot gerade sehr gut einsig zu sein. Mal einen Spacewalker wieder hier mit rein. Sollen sie von mir aus gerne den Quatsch nicht dahin transportieren. Ach, verdammt. Drehen wir es mal um. Machen wir hier mal Local Demand raus. Und hier ein Remote Demand und Local Supply. Guck mal, flieg den Kram doch bitte wieder zurück, danke. Natürlich ist jetzt der andere Port der ausschlaggebende, wäre auch zu einfach. So. Nur damit das Eisen ja auch mal wegkommt. Wie das aussieht, transportieren sie auch Steine. Vielleicht sollte ich mir überlegen, noch irgendwo Schmelzgebiete oder sowas hinzustellen. Schmelzplaneten. So, brechen wir den mal. Wem soll es denn sonst geben? Satt etwa? Der fällt zwar auch unter andere, aber da würde ich eine Ausnahme machen. Ja, danke. Immer auf die armen kleinen Streamer, die nicht fliehen können. Und euch gebe ich jetzt einfach mal nicht Local Supply, sondern Local Storage.
passieren. Ich glaube, das letzte Mal, als ich hier war, hatte ich nicht genügend Miner oder so ein Kram dabei. Volle Kanalisation, alles klar. Dann passt da nicht mehr rein. Müssen wir hier hinten das Ding noch fertig bauen? Okay, ist das schon. Na toll. Immer bin ich schuld. Sowas aber auch. Da habe ich doch gar nichts gemacht. Ich bin hier nur ganz friedlich, beute Planeten aus. Was man halt Mensch so halt macht. Und dabei bin ich gerade, spiele ich gerade im Moment noch nicht mal einen Menschen. Da drüben sind auch Steine, dann schließen wir die auch noch direkt an. Dafür siehst du sehr humanoid aus. Das liegt einfach nur an der, an meinem Konstrukteur. Da kann ich nichts dafür. Okay, da hinten sind andere Steine. Das ist sehr schön. Dann machen wir doch einfach mal hier eine Verbindung durch. Zack. Weil wenn du mich genau anguckst, Menschen bestehen nicht aus Metall. Das ist so in der Regel, habe ich mir sagen lassen. Ja, Feiereis. Nicht, dass wir das hier bräuchten. Naja, streng genommen. Jetzt sagt mir bloß, ein Mensch besteht aus Metall. Na, okay. Wie sieht das eigentlich mit meinen Space Hoppern aus? Space Warpern. Ich produziere keine, verbrauche sie nur. Auf dem lokalen Planeten. Das macht Sinn. Insgesamt. Na komm, ich will das Fenster nicht verschieben, ich will hier runter. Space Warper müssen hier unten sein. Ach, guck an. Ich produziere keine, ich verbrauche sie nur. Wie sieht es denn mit meinen Gravitationslinsen aus? Wo sind die überhaupt? Habe ich in den letzten 10 Minuten überhaupt keine produziert?